Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 6. Okay, was wollten wir eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Achso, wir wollten ja... Ach, hier kommen wir ja wieder nicht durch, gell? Wir wollten ja den Leuten helfen. Die Frage ist nur, wo ging sie rein? Scheiß die Wand an, wo ging sie jetzt hier rein? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Hi. Ups. Hey, na? Hi, ups, was? Achi. Hier. Ach, hier ist es gewesen. Hallo. Hallo, hi, was geht? Ich war jetzt gerade wirklich vollkommen überfordert. Ich dachte jetzt, hey, wo ist denn das hin? Dankeschön für das tolle Geschenk. Hey, Elena. Danke, dass du meinen Spiegel nicht zerschossen hast. Jebola. Dankeschön. Nicht okay. So schüchtern, ich beiße nicht. Was? Wie? Wow. Okay, ich gehe. Bitte lass mich gehen, lass mich gehen. Bleib uns erhalten. Okay, weil du es bist, okay. Aber nur weil du es bist. Ich bin Gilberto Rosario, Entertainer, ledig und Spionagechef der Revolution. Meine bessere Hälfte hast du vielleicht schon im Fernsehen erlebt. Rosamel, guck nicht so überrascht. Es ist erstaunlich, was blauer Lidschatten und ein paar Kokosnüsse ausrichten. Die Regierung glaubt, sie würde Rosamel benutzen, um die Herzen und Hirne der Yaraner zu beeinflussen. Aber nein, Rosamel benutzt sie. Ein Tänzchen, ein kleines Zwinkern, viel Rum und diese Generäle singen Lieder, für die Castillo ihnen die Zungen rausschneiden würde. Aber Rosamel kann nicht überall gleichzeitig sein. Also schicke ich meine Chamäleons. Sie fallen nirgendwo auf, werden zu Schatten und berichten mir alles. Mein Bester, Sergio, arbeitet heimlich in den Ställen für uns. Er hat sich mit einem Kapitän Osvaldo Diaz angefreundet, den wir schon eine ganze Weile beobachten. Er hat signalisiert, dass er sich mit uns treffen will. Aber Dios mio, alle meine Chamäleons sind im Einsatz. Könntest du dich mit Sergio treffen, Schätzchen? Ich weiß nicht, was er braucht, aber ich glaube, er steckt in Schwierigkeiten. Und du siehst mir so aus, als könntest du damit umgehen. Okay, okay. Dieser Rucksack da ist einfach fabulosa. 5000 Meter, na, wenn es weiter nichts ist. Wow, das ist ja am Arsch der Welt. Das ist ja mal wirklich am Arsch der Welt. So, alles gelesen. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Naja. Eigentlich absichtlich so an? Ja. Haha, Trottel. Nein! Oh, Schwein gehabt. Oh.
Lauf! Lauf! Der Gestank von Pferden und Faschisten. Ich sollte die Kamera da zerstören. Das sollten wir wohl tun, ja? Ja? Hola? Dani! Ja, Sergio? Shh. Du darfst meinen Namen nicht sagen. Scheiße! Ich sitze mit einer Geisel in den Stallungen fest und auf der Finca wimmelt es nur so von Soldados. Du musst uns hier rausholen. Halt durch, ich komme. Schlaf schön. Wer sieht mich denn hier? Durch das Tragen ihrer Uniform versprechen sie sich zwischen euch und das Chaos von Libertad zu postieren. Als euer Präsident stelle ich unseren Soldaten die beste Ausbildung und die besten Waffen zur Verfügung. Alles, um euch zu schützen. Sobald diese Tapferen ihren Treueid schwören, werden sie zu Kriegern für eine größere Sache. Wenn Soldaten bei der Arbeit gesehen werden, ist es die Pflicht eines jeden Iraners, diesen für ihren Einsatz und Schutz zu danken. Okay, wie soll ich denn nur hier reinkommen? Hier spricht Diego Castillo, der Sohn unseres Präsidenten. Heute will ich mit den Jugendlichen von El Este über die Terrorgruppe La Moral sprechen. Junge Leute wie ihr und ich sollten studieren. Ihr wurde dabei einer Gehirnwäsche unterzogen, um einen Kampf zu führen, der nicht der eure ist. Ihr wurdet von Clara Garcia und ihren Gefolgsleuten von Libertad ins Rampenlicht gerückt. Ihr tretet in die Fußstapfen der um Aufmerksamkeit heischenden Generation, die um Likes kämpft. Ihr seid fehlgeleitete Kinder, geführt von Erwachsenen, die es besser wissen sollten. Mein Vater weiß es besser. Er bringt mir jeden Tag bei, ein Löwe zu sein. Ihr könnt alle Löwen sein, wie mein Papa und ich. La Moral sind nichts als Schafe, mit denen ihr zur Schlachtbank geführt werdet. Ich bin nur ein Mann mit einer Vision. Eine Vision von einer Welt ohne Krebs. Eine Vision. Sergio? Dani hier. Du kannst rauskommen. Und ich habe heute eine Rede. Einer unserer besten Soldaten wollen, dass die Anlass eines Erde zu Jara entflammen. Ein berühmter Yankee sagt, seines Terroristen der Baumherrscheid muss von der Seite seines Himmels sein Stolz bewahren. Soldat, das ist eine Lüge. Das einzige Schild, das ich sehen darf, ist das Seelenrest von Libertad. Ihr Jungen, ach nein, nur weil ich die Kiste jetzt holen wollte. Ach Mensch, warum die aber auch nicht warten? Ach Mann, das geht ja schon wieder super los hier. Ich will diese Scheißkiste haben. Ehrlichkeit, die ihr verdient. Meine.
Schnell! Wir müssen unsere Ärsche zum Fluss runterschwingen! Wer ist unser Gast? Das ist Kapitän Diaz. Er wird genau tun, was ich sage, wenn ich es sage. Und wenn er nur eine falsche Bewegung macht oder um Hilfe schreit, blase ich ihm die Scheißbirne weg. Was ist denn so besonders an dem Typen? Rein gar nichts. Aber seine Militärkumpels haben einen von uns gefangen. Also gibt's einen kleinen Austausch und dafür brauchen wir mindestens einen Kapitän. Diaz, zum Fluss. Danny, sicher nach hinten ab. Na, lauf doch mal zu. Was ist los mit dir? Lauf doch mal hin, Alter. In diesem Wald trainieren Soldados ihre Pferde. Aber wenn wir vorsichtig sind, schaffen wir es nicht, entdeckt zu werden. Dann halt dein Haustier gut an der Leine. Sehr gut. Der Kapitän könnte das hier tatsächlich überleben. Und wo findet der Austausch statt? Unser gemeinsamer Freund wird dich irgendwann einweihen. Bis dahin gilt, je weniger du weißt, desto besser. Wohin bringen wir ihn denn? Das musst du auch nicht wissen. Warum die aber einfach nicht durch den Wald laufen? Warum die auf der Straße laufen? Total dumm. In Deckung! Diaz! Runter und mach keine Dummheiten! Ich hätte die da einfach abschießen können. Unser gemeinsamer Freund spricht den höchsten Tönen von dir. Er nennt dich Chamäleon. Den einen Tag koche ich Arroz con Puerco für Castillos Marine, am nächsten schippe ich Pferdescheiße für die verkackte Kavallerie. Ich könnte nie undercover arbeiten. Ich bin ein furchtbarer Schauspieler. So zu tun, als wäre man einer von diesen Ärschen, ist einfach. Sie nicht zu töten, das ist das Schwierige. Soldados, schnell verstecken! Woher weißt du, dass das Militär die Gefangene nicht schon längst hingerichtet hat? Meinst du, ich bin das einzige Chamäleon? Wir sind überall. Wenn sie nur ein Haar auf ihrem Kopf krümmen, kriegt sein Kopf eine Kugel ab. Sehr gut. Der Kapitän könnte das hier tatsächlich überleben. Ist es nicht so laut, wenn wir im Fluss laufen? Das Wasser verwischt unsere Spuren, wenn sie Hunde schicken. Dann können sie uns nicht folgen. In Deckung! Diaz! Runter und mach keine Dummheiten! Guck mich doch nicht immer so scheiße an. Was ist los mit dir? Ich würde dir so gerne eine Kugel in den Kopf schießen. So richtig piu, piu.
Wir kommen gut voran. Aber Vorsicht, da kommt eine Brücke. Die wird gern vom Militär benutzt. Und Diaz, halt bloß dein verdammtes Maul. Runter! Wirf ein Auge auf den Kapitän! Jetzt weiß ich, wie sich Trolle fühlen. Wer? Alles klar. Bewegung. Und warum du? Was meinst du? Unser gemeinsamer Freund lässt nicht jeden in unsere kleine Familie. Was ist so besonders an dir? Je weniger du weißt, desto besser. Das ist nur fair. Danke übrigens. Dank mir erst, wenn wir es geschafft haben. Mach ich. Ach. Und Kapitän Diaz, Maul halten. Verstanden? Na, lauf doch mal zu. Was ist los mit dir? Warum bleibst du immer stehen? Du kleiner Mieser, du. Na, wer kommt denn da? Weil er sonst immer so entspannt ist. Und jetzt? Gib auf dich acht da draußen, Micho. Wir bringen El Capitan zu einem anderen Unterschlupf. Danke für die Unterstützung, Danny. Gerne. Hi hier, Talisman. Okay. Schon wieder eine neue Mission. Wow. Wir haben ja dort noch einen kleinen Schatz. Dann würde ich sagen, oder? Ein Mungu. Ja, komm, wir holen uns einfach den da. Da hinten. Hallöchen, Schätzchen. Gut gemacht. Mein Applaus ist dir sicher. Du weißt das? Sergio hat angerufen und dich als harten und wilden Kämpfer beschrieben. Dann hat er noch geflucht, aber nur weil ich ihm gesagt habe, er soll erstmal untertauchen. Aber jetzt ist Senor Capitan in Sicherheit. Was hast du jetzt mit ihm vor? Sergio sagt etwas über einen Austausch. Ich will die Überraschung nicht verderben. Komm bei mir vorbei. Dann erzähle ich dir alle meine heißen Pläne persönlich. Gracias, Schätzchen! Gracias, Schätzchen. Yeah.
Okay, hallo, warte mal, du gehörst mir, dankeschön. Wie verschlossen. Wow. Also bestimmt, wir müssen bestimmt hier irgendwie dann rein, ne? Okay, von Hand zu Hand. Wir haben unsere Zeit im Schlamm und im Dschungel abgesessen. Wir haben unsere Freunde sterben sehen. Wir haben die Revolution von 67 überlebt. Aber Anton überlebten wir nicht. Mitglieder der Guerilla, wir wollen helfen. Wir haben ein Depot mit Vorräten hinterlassen und ein Vermächtnis. Drei Schalter trennen euch von unserem Geschenk. Ihr müsst nur den Stromleitungen folgen und die Schalter betätigen. Die Überlebenden von 67. Was versteckst du zu Hause, Senior Partyplaner? Hm? Hoffentlich etwas, das knallt. Ich sollte die Stromleitungen wohl zu ihrer Quelle verfolgen. Okay, und nur dann machen wir das kaputt und dann geht's schon weiter. Sehr gut. Müssen wir bestimmt irgendwie da oben rein. Okay, da haben wir 1, 2. Okay, kein Strom. Hier ist das Hauptdingsterbumster, wo wir rein müssen. Warte mal, hier, das geht da lang. Da ist der dritte Strom. Wie kommen wir denn hier rein? Gute Frage, gell? Ah, hier vielleicht. Ah, guck mal. Guck mal einer an. Durch und durch iranisch. Unsere
Wissenschaftler haben die Viren in unseren Labors entwickelt. Und unsere Bauern züchten den veränderten Tarak auf unsere Arbeiter verpacken es in unseren Fabriken. Und gibt es ausländische Investitionen? Nein. Wir erreichten diesen wissenschaftlichen Durchbruch mit unserem Blut, Schweiß. Wow, so ein Spitze kriegen wir hier. Oh, da kommt doch noch was, ne? Noch eine Schrotflinte, sehr gut. Okay, ich würde aber sagen, das war's natürlich für die Folge. Ich danke euch wie immer fürs... Ach ja, so wieder Ausgangssperre. Wir gehen einfach mal schnell hier rein, nicht, dass hier doch irgendwelche Trottel kommen. Okay, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein!